mache gar nicht so viel Einführung, sag erstmal herzlich willkommen und mache meinen immer wieder gern gemachten Abgleich. Wer war schon mal in einer Streitbar? Toll. Ich freue mich immer so, weil immer wieder neue da sind und immer so ein kleiner Haufen Alte oder WiederholungstäterInnen. Und das zeigt auch, dass je nach Thema man hierher kommt und dieser Raum für viele ist. Und das finde ich sehr schön. Also die Streitbar ist jetzt die 18. und die zweite nach dem Wiederstart in Präsenz. Wir haben mal 2019 damit angefangen. Und ich freue mich wirklich sehr auf die Streitbar heute, weil ich mit diesem Begriff Aktivismus genau in diesen Gemengelagen auch viel nachdenke und ich mich darauf freue, hoffentlich heute auch aus dem Gespräch viel zu ziehen. Deswegen erkläre ich kurz, was wir in der Streitbar machen. Wir hangeln uns langsam vor an die Positionen der beiden GästInnen hier und es gibt verschiedene Formen, die bringe ich euch gleich näher sozusagen und für mich ist so ein bisschen das Ziel, das wurde schon gesagt, die Grauzonen auszuloten, also zu schauen, wo gibt es einen dazwischen und keine Absolutheiten unbedingt festzustellen. Und am Ende seid ihr, sie eingeladen, gerne auch etwas zu fragen, zu sagen, zu spiegeln im besten Fall. Und das hat bisher hier immer gut geklappt. Genau, und eine Sache, die ich immer mache, ist, ich schaue im Netz, ich nenne das Netzvita schauen und gucke nach dem Überbegriff, was ich zu den GästInnen finde. Und ich fange mit Knut an. Netzvita von Knut Kortzen. Ein Nordlicht, das sich der Kultur verschrieben hat, liest man da. Er schreibt der BR, für den er auch arbeitet, und zwar seit 1996, hauptsächlich für die Kulturredaktion. Er befasst sich also viel mit Literatur auch und ist unter anderem Jurymitglied des Bayerischen Buchpreises. Studiert hat er mal Politik, Soziologie und Kommunikationswissenschaften. Er ging auf die Deutsche Journalistenschule, liest man da. Und er glaubt, Aktivismus ist wichtig, aber oft selbstgerecht. Das sagte er dem Deutschlandfunk. Gerade erschienen ist sein Buch, das liegt dort aus, Die Weltverbesserer, wie viel Aktivismus verträgt unsere Gesellschaft. Im Ankündigungstext steht, er setzt den Aktivismus der Gegenwart von Fridays for Future bis Greenpeace im Außenministerium in einen historischen Kontext. Und bei dem geht er etwa 100 Jahre zurück. Für ihn hat Aktivismus von Anbeginn an einen leicht doktrinären Zug, die Überzeugung zu wissen, dass man allein wüsste, wie der richtige Weg sei. Kortzen oder Knut, wir duzen, haben wir vorhin vereinbart, weil wir kannten uns noch nicht, versteht sein Buch als nicht aktivistisches Werk. Die Gesellschaft lebe vom Aktivismus und der Feminismus als Beispiel sei ein hehres Anliegen, ohne Zweifel auch das erfolgreichste. Auch das sagte er dem Deutschlandfunk. Jedoch analysiert Knut Schlammschlachten in den aktivistischen Szenen, was für ihn jedoch lediglich Wut, Enttäuschung und den Voyeurismus produziere, dabei zuzuschauen. Er spricht vom Kleckern und Ankleben der Klimaaktivisten, von dem er wenig hält, sagte er dem Saarländischen Rundfunk, und die Aktionen hätten für ihn auch stark infantile Züge. Gleichzeitig unterstützt er klimaaktivistische Anliegen. Für ihn sollte die Klimabewegung aber nicht in die Depression verfallen, sondern, und das ist ihm sehr wichtig, die Mitte der Gesellschaft mitnehmen. Herzlich willkommen. Genau, kommen wir zu Emilia Roark, Expertin für die sogenannte Intersektionalität. Wer sie noch nicht kennt, wir werden sicher viel darüber sprechen, für Vielfalt, Gleichberechtigung, Inklusion und Antidiskriminierung. Sie setzt sich für soziale Gerechtigkeit in Deutschland und Europa ein, liest man auf ihrer Homepage. Promovierte in Politikwissenschaft an der HU Berlin und in Lyon, dozierte unter anderem an der Chicago DePaul University, arbeitete zu Menschenrechtsfragen in Tansania, Uganda und Kambodscha. 2017 hat sie das Center for Intersectional Justice gegründet und ich habe in einem Interview mit Blog Republik gelesen, während der Promotion habe sie ihren Aktivismus geschärft und er bilde die Grundlage ihrer heutigen Arbeit. Sie hält da in ihrer Arbeit Vorträge, gibt Workshops, berät Unternehmen, Regierungen und NGOs zu unterschiedlichen Themen rund um eben die genannten Intersektionalität, Diskriminierung, Rassismus, Feminismus, Inklusion und Vielfalt und erzählt oder erklärt in unzähligen Beiträgen, die man findet, von der Verschränktheit dieser Diskriminierungsformen mit den Machtverhältnissen, wie sie zu und miteinander in Beziehung stehen. 2021 ist ihr Buch Why We Matter, Wege aus der Unterdrückung erschienen und Zitat Deutschlandfunk, Emilia Roark appelliert an die Gesellschaft, Unterdrückungsformen als kollektives Phänomen anzuerkennen.
Dabei gehe es ihr nicht nur um Betroffene, sondern jeder müsse das eigene Denken und Handeln hinterfragen. Emilia findet, dass die Welt dank Aktivismus vorankomme, weshalb man nicht zulassen solle, dass Aktivismus diskreditiert und delegitimiert wird. Zitat bei Demos Mac: Aktivismus geht mit Expertise einher und umgekehrt ist Expertise eigentlich auch immer ideologisch. Es gibt keine objektive, neutrale Expertise, die nirgendwo verortet ist und keinen politischen Hintergrund hat. Herzlich willkommen. So, ein bisschen hat man hoffentlich schon ein bisschen ein Gefühl bekommen, wo Sie sich verorten. Und jetzt gibt es einen sogenannten Fragenhagel. Das ist immer eine kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort und ich spiele immer hin und her. Also eine faire Verteilung. Ich beginne bei dir, Emilia. Wovon sprichst du oder sprecht ihr, wenn ihr Aktivismus sagt? Was ist Aktivismus für dich? Aktivismus ist, hat viele, also ja, es gibt viele unterschiedliche Handlungen, die unter Aktivismus verstanden werden können. Also das sind nicht nur Menschen, die jetzt auf der Straße gehen und auf Demos so Mottos skandieren, sondern es können auch Menschen, die Bücher schreiben, Menschen, die Filme machen, Menschen, die, also ja, die Kunstproduktion kann auch aktivistisch sein. Ich glaube, das kann auch Menschen im Alltag, die, von denen vielleicht nicht so viel gehört wird, zum Beispiel, ich würde meine Mutter auf jeden Fall als eine Aktivistin benennen, obwohl sie sich niemals so sehen würde oder auch andere Menschen sie auch nicht als solche betrachten würden. Das heißt, jeder Mensch, der oder die einen Beitrag leistet zu einer besseren Gesellschaft, würde ich im weitesten Sinne auch als aktivistisch betrachten. Es gibt jetzt keine bestimmte Kästchen, die auch ausgefüllt werden müssen, damit wir vom Aktivismus sprechen. Mhm. Und für dich, Knut? Für mich ist Aktivismus immer dann vorhanden, wenn Massen oder viele Menschen mobilisiert werden, um etwas in Bewegung zu bringen. Ob das dann immer etwas Positives ist, das möchte ich mal dahingestellt sein lassen, weil ich glaube, dass die Geschichte des Aktivismus zeigt, dass er in diese wie in jene Richtung ausschlagen kann und politisch sehr janusköpfig daher kommt von Anfang an. Aber es ist auf jeden Fall das Ziel, Leute aufzurütteln. Es gibt ganz früh schon von Rudolf Eucken, einem heute vergessenen Literaturnobelpreisträger und Philosophen aus dem Jahr 1908, das Wort vom aufrüttelnden Aktivismus. Und ich glaube, das ist ja bis heute auch sein Wesensmerkmal, dass er die Menschen aufrüttelt. Dann mache ich bei dir gleich weiter und passt, glaube ich, auch ganz anknüpfend ganz gut. Welches Image und Ruf, du hast ja schon gesagt, es geht in mehrere Richtungen, aber welches Image und Ruf hat denn der Aktivismus für dich heute, vielleicht auch mit einem Blick zurück? Naja, es ist eine ganz große Spielwiese mittlerweile geworden. Deshalb habe ich auch mein Buch darüber geschrieben, weil mir das eben auffiel, dass ja heutzutage kaum ein Mensch mehr auffindbar ist, der sich nicht als Aktivist bezeichnet. Kürzlich las ich von einem Bauern, der sich als Agraraktivist versteht. Fotografen nennen sich visuelle Aktivisten. Eine Handwerkerin traf ich im Netz an, die eigentlich nur Möbel umgestaltet, die ist eine Möbelaktivistin. Und insofern ist das ein wirklich flächendeckendes Phänomen geworden und dem wollte ich mich mal etwas näher widmen in dem Buch. Das wäre jetzt ja eine Überschneidung. Du hattest ja auch gerade gesagt, Aktivismus kann vieles sein. Aber dein Eindruck, welches Image, welchen Ruf hängt dem Aktivismus an? Also ich würde sagen, eher ein, also aus meiner Perspektive nicht immer positiv. Es diskreditiert oft, also das heißt, dass Menschen, die in erster Linie auch Experten oder Expertinnen sind, beispielsweise für postkoloniale Studien oder Feminismus, Gender Studies werden in den Medien auch oft als AktivistInnen bezeichnet, obwohl sie sich selbst nicht so sehen. Das heißt, es spricht eine gewisse Objektivität und Neutralität, die ich, wie ich jetzt finde, sowieso nicht existiert. Aber das heißt, ja, Aktivisten, AktivistInnen werden oft als auch aggressiv und einseitig und nicht nuanciert dargestellt. Menschen, die eben selbstgerecht sind. Deshalb würde ich sagen, dass ja, die Image ist jetzt nicht sonderlich positiv.
Wobei, wenn ich da kurz darauf erwidern darf, dieses Image ja nicht von ungefähr kommt, dass die Wissenschaft oder Teile der Wissenschaft als aktivistisch wahrgenommen werden, weil sie sich selbst nämlich so beschreiben. Du hast ja in deinem Buch auch Kimberly Crenshaw drin, bei der du ja, glaube ich, studiert hast, und die selbst schreibt ihrer Critical Race Theory eine aktivistische Dimension zu. Also das ist von ihr so formuliert, nicht von anderen. Also insofern, glaube ich, muss man da auch objektiv tatsächlich draufschauen und sagen, es gibt auch unter den Protestforschern, die ja heutzutage immer auch von uns im Radio angerufen werden, sobald irgendeine Demonstration stattfindet, Beispiel jetzt Querdenker-Demos oder sowas, Corona-Leugner-Demos, werden ja immer gleich Protestforscher gefragt, und auch Protestforscher sagen von sich selbst, dass sie quasi an der Schnittstelle zwischen Aktivismus und Wissenschaft operieren, häufig auch aus aktivistischen Bewegungen kommen und sich dadurch einen Vorteil zuschreiben in der Beforschung solcher Bewegungen. Nur das Interessante ist eben, die kommen natürlich hauptsächlich aus progressiven, aus unserer Sicht progressiven Bewegungen, die für irgendetwas demonstriert haben in ihrer Studentenzeit oder wann auch immer, und sagen, das sei doch jetzt eigentlich der Sache förderlich, wenn sie sich diesen Gruppen, die sie da untersuchen, dann eben mit denen näher befassen und sehen darin auch gar kein Problem der Distanz. Nur ich stelle dann halt die umgekehrte Frage, was ist denn, wenn jemand aus einer Corona-Leugner-Ecke kommt und sagt, er ist jetzt auch Protestforscher und er sieht das als seinen Vorteil an, dass er die Leute ja schon gut kennt, die er da dann zu untersuchen hat als Wissenschaftler, dann würden doch bei uns, glaube ich, sofort die Alarmglocken zurecht angehen. Und wir sagen, nee, also da muss doch die Distanz gewahrt werden. Also das ist bei der Wissenschaft gerade der Gelehrte als Gefährte, das ist ein schwieriges Kapitel. Es ist ein super Übergang zu meiner Frage 3, aber du bist dran, nämlich wer sind die ExpertInnen? Inwiefern sind AktivistInnen ExpertInnen oder sind sie es nicht? Das war quasi schon die Brücke. Ja, also das kann man nicht pauschal beantworten. Es gibt viele Aktivisten, Aktivistinnen, die Experten und Expertinnen sind und viele Experte, die eigentlich diese Expertise auch noch beweisen sollten, meiner Meinung nach. Ne? Also deshalb, ja, das stimmt, dass Kimberly Crenshaw sich selbst auch als Aktivistin benennt. Ich mich auch. Also ich war in der Wissenschaft und das war für mich eben so eine Spannung zwischen Aktivismus und eine gewisse politische Linie, die auch offenbart wird und zu der ich auch gestanden bin. Und andererseits eine Expertise, die vermeintlich auch neutral und objektiv sein sollte. Wobei, wie gesagt, ich glaube nicht an der Neutralität. Und deshalb würde ich sagen, dass ja, Aktivismus und Expertise werden als Gegensätze dargestellt meistens. Ne? Das heißt, es gibt diejenigen, die wissen, und diejenigen, die eine Expertise haben, sie beobachten die anderen und sie haben eben keine Sichtweise. Und dass diese Darstellung der Expertise, des Wissens, eben aus der Moderne stammt, und sich entwickelt hat, eben so eine Sicht ohne Standpunkt, hat eben dazu geführt, dass jegliche Wissenschaft oder Expertise, die teilweise auch eine politische Linie in sich hat, wird diskreditiert. Und deshalb müssen oft Aktivisten und Aktivistinnen sich entscheiden zwischen Wissen und Aktivismus, zwischen Wissen und Anerkennung und Legitimität und andererseits Politisierung. Und diejenigen in der Gesellschaft, die es sich leisten können, nicht aktivistisch zu sein oder einfach so ganz kühl aus der Situation zu gucken, vermeintlich objektiv und neutral, sind auch Menschen, die eben von den Systemen, in denen wir leben, ja, also nicht beansprucht werden. Es sind Menschen, die genau in der universellen, überlegenen Norm auch einpassen. Und das heißt, dass de facto und demografisch werden viele Menschen, die zum Beispiel in der Wissenschaft, weil sie eben Frauen sind, weil sie schwarz oder muslimisch etc. sind und de facto auch eine Neutralität oder Expertise auch abgesprochen wird, aufgrund dessen, werden sich dann eher zum Aktivismus auch berufen und auch sehen, ja, da fühle ich mich besser zu Hause. Ich kann auch sein, wer ich bin, ohne mich zu verstellen. Wobei das, glaube ich, eine relativ neue Entwicklung ist. Also einer der allerersten Aktivisten hierzulande, Kurt Hiller, ein sehr interessanter Mann, der auch eine große Rolle in meinem Buch spielt,
Der hat in einem Artikel, den er nannte Ortsbestimmung des Aktivismus im Jahr 1919 geschrieben, wir sind die Forderer, nicht die Forscher. Und heutzutage ist es ja wirklich, so wie jetzt auch gerade von dir beschrieben, immer stärker so, dass sich das vermischt und nicht mehr trennscharf gehalten wird, was ich für ein tatsächlich großes Problem halte, weil dann geht es sehr schnell an der Uni auch in Richtung Indoktrination und nicht mehr in Richtung Lehre, was eigentlich sein sollte. Aber die Lehre bisher war auch nicht neutral, das war auch eine Art Indoktrination. Und das ändert sich heute, weil es eine grundsätzliche Infragestellung der Neutralität gibt. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir, wenn wir Philosophie lernen oder Soziologie oder egal in welchem Fach, dass die Quellen des Wissens eben eine sehr homogene Gruppe darstellt und dass es eine einzige Sicht über die Welt auch vermittelt wird oder also mit ein paar Nuancen, ist auch eine Form Indoktrination, würde ich sagen. Und deshalb die Tatsache, dass es jetzt diese Tendenz gibt, ist für mich, es ist nicht ohne Probleme, das sehe ich auch, ne, dass es auch schnell dogmatisch werden kann und das sind eben Fallen, in denen wir nicht tappen sollten. Aber die Entwicklung im Grunde, im Allgemeinen betrachte ich ja als eine positive Entwicklung, weil dadurch auch diese Hoheit des Wissens mit großem W, mit einer Quelle, die bisher sehr homogen, sehr weiß, sehr männlich, sehr europäisch bleibt, eben auch in Frage gestellt wird. Und dieses Zerbröckeln eben von einer, von einem Universalismus, der ne, sehr viel auch mit den kolonialistischen Mustern, die wir überall auch sehen, in Politik, in Kultur, in Wissen, in der Wirtschaft etc. Ich halte das für eine positive Entwicklung. Genau, bevor wir einsteigen, wunderbar, nochmal auf die Frage. Wir hatten jetzt als Antwort auf, inwiefern können Aktivistin Expertin sein? Du stellst eine Trennung fest, Wissen versus Aktivismus, Wissen versus Anerkennung. Ein Absprechen führt zu Aktivismus. Wie würdest du es sehen? Können AktivistInnen ExpertInnen sein? Ja, natürlich können sie das. Man sieht das ja zum Beispiel an diesen Scientists for Future oder Scientist Rebellion Bewegungen, dass das auch geht. Und ich dagegen würde ich auch nie argumentieren wollen, solange man das eben trennscharf hält. Also wenn man an der Uni unterrichtet und da Klimamodelle diskutiert, wenn die quasi auf ihre Fallibilitäten überprüft werden können und wenn das alles akademisch solide vonstatten geht, überhaupt gar keine Frage, ist das richtig. Und man dann nachmittags oder wann auch immer am Tag auf die Straße geht und demonstriert mit Klimaaktivisten zusammen und Aktivistinnen, ich habe überhaupt nichts dagegen. Nur bitte, man soll es halt trennen voneinander. Und die Uni ist nicht der Ort, an dem man Leute agitiert. Also das gab es mal in Deutschland und es hat zu schlimmsten Entwicklungen geführt. Und ohne diese beiden Dinge jetzt direkt miteinander vergleichen zu wollen, aber es ist von der Tendenz her tatsächlich leider doch das Gleiche. Also das, wenn man glaubt, die Wahrheit gepachtet zu haben und jeder ernstzunehmende Wissenschaftler würde nie von sich behaupten, er hätte die Wahrheit gepachtet, der soll sich bitte auch immer wieder in Frage stellen lassen und soll das eben trennen, kann auf die Straße gehen, wann immer er mag, aber dann eben als Privatperson XY und nicht als Akademiker XY. Dann schauen wir doch auf die Straße. Das wäre meine nächste Frage nämlich auch. Stichwort aktivistische Intervention oder Protestform, was du ja auch schon gesagt hast. Was ist denn erlaubt? Wo liegen deine, eure Grenzen im Protest, im Widerstand? Also erlaubt. Ich habe ja das sehr kurze Fragen, kurze Antworten, deswegen ihr seid sehr, das ist auch sehr gut. Aber genau, ich will ja so ein bisschen rauskitzeln, wo eure Marker so sind. Ich weiß gar nicht, wer diesen Satz mal gesagt hat, aber erlaubt ist, was Spaß macht, würde ich jetzt erstmal sagen. wenn die Aktivistinnen und Aktivisten an gewissen Dingen Gefallen finden, sollen sie das doch bitte machen. Auch an diesen Museumsaktionen jetzt zum Beispiel. Ich sehe nur gerade den Umfragen entsprechend, verhält es sich leider so, dass die Mehrheit der Bevölkerung sagt, das sind ziemlich idiotische Aktionen, die da ablaufen. Und übrigens auch das ist wieder so ein historischer Bezug, der ganz interessant ist. Wenn Sie sich das mal anschauen, diese Gemäldebekleckereien, Bekleckerungsaktionen da, dann hat das ja so stark happeninghafte Züge, finde ich zumindest. Erinnert so ein bisschen auch an diese Kunst der 60er Jahre, diese Sponti
artigen Bewegungen da. Und man kann sogar noch weiter, finde ich, zurückgehen, es ist auch reiner Dadaismus manchmal dabei. Und wer war der größte Gegner der ersten Aktivisten hierzulande in Deutschland? Es waren die Dadaisten. Raoul Hausmann, ein früher Dadaist, wendet sich explizit gegen die Moralidiotie, wie er es genannt hat, der Aktivisten und sagt, ihr macht euch mehr oder minder zu Handlungsgehilfen des Staates. Das ist so ein nicht ganz genaues Zitat, aber es ist Moralidiotie, das Wort fällt in seinem Aufsatz damals. Und das halte ich für hochinteressant. In welchem Bezug zu heute? Das nehme ich gerade, ja, also wenn man jetzt so guckt, wie Künstler heutzutage darauf reagieren, da gibt es ja auch ein sehr gespaltenes Bild. Also es gibt das Peng-Kollektiv, glaube ich, oder Frankfurter Hauptschule, also so aktivistische Kunstkollektive, die finden es natürlich gut, dass sowas gemacht wird. Aber es gibt Künstler wie Jonathan Mese, die sagen, und Jonathan Mese, also wir wissen, der ist auch nicht immer ganz leicht berechenbar, der sagt, also das ist eine Verschandelung von Kunst, die da stattfindet, und das ist Banausentum, so hat er das kürzlich, glaube ich, im Interview mit der Süddeutschen genannt. Und also es ist keineswegs so, dass die Künstlerinnen und Künstler jetzt unisono sagen, toll, super Aktion, irgendwie noch mehr davon. Im Gegenteil, es gibt ja sogar Kunsttheoretiker mittlerweile wie Boris Greuß, die sagen, das, was da jetzt gerade in den Museen abgelaufen ist in den vergangenen Monaten, das wird in ein paar Jahren im Museum zu sehen sein als Videoinstallation. Das wird selber Kunst sein irgendwann. Hat das dann, ist meine Frage, dem Klimaschutz in irgendeiner Weise genutzt oder hat das nur der Popularität dieser einzelnen Aktivistinnen und Aktivisten genutzt? Ich würde vermuten eher Letzteres. So, jetzt bist du ein bisschen abgekommen. Ich halte jetzt fest als Überbau, die Grenzen legen die Menschen selber fest und sind verhandelbar. Weil die Frage war ja sozusagen, wo hat aktivistische Intervention, Protest ihre Grenzen und wer setzt die? Und ich habe jetzt herausgehört am Beispiel der Museumsaktion, je nach Betrachtung sind da die Grenzen. Ist das richtig erfasst, bevor ich den Ball rüberspiele? Ja, und ich glaube, dass die Aktivisten auch immer zusehen müssen, dass sie da nicht gewisse Dinge überreizen, was jetzt, glaube ich, gerade der Fall ist mit also den Straßenblockaden. Also sozusagen das Ende kennen. Ja. Mhm. Was würdest du sagen, aktivistische Intervention, Protestform, was ist erlaubt, wo liegen deine Grenzen, gibt es die? Also wenn wir jetzt, also erstmal zu der Differenzierung zwischen, also das Beispiel, was du gegeben hast, von einem Klimaforscher, der die Trennung machen muss zwischen Akademiker und Aktivist, das mag für ihn möglich sein, weil jetzt reden wir eben von der Klimakrise, das ist nicht etwas, was an seiner Person auch festgelegt werden kann, aber nehmen wir zum Beispiel einen Professor mit Behinderung, der gleichzeitig auch Disability Justice Aktivist wäre, also für ihn wäre das ganz schwierig, eben so diese Teile seiner Identität abzulegen und jetzt zur Demo zu gehen als Professor und dann zurück an der Uni und das sich davon zu trennen. Deshalb, also das ist für mich auch ein Privileg, eben sagen zu können, mein Aktivismus für meine Freizeit und der Rest, oder na, so hast du das nicht gesagt, aber ja, und deshalb zum Beispiel jetzt, wenn wir Kimberly Crenshaw nehmen, für sie ist es nicht möglich, an der Uni zu sagen, jetzt bin ich ab diesem Moment nicht mehr Aktivistin im Klassenraum, weil das, was sie lehrt an der Uni, ist sehr politisch. Sie lehrt Antidiskriminierungsrecht. In diesem Sinne ist es jetzt nicht möglich, eine vermeintliche Neutralität reinzubringen in diesem Unterricht und dann erst später zu einem Black Lives Matter Demo zu gehen. Und ja, deshalb, also jetzt, das war für mich wichtig, nochmal zu unterstreichen, wie unrealistisch das ist für ganz viele Menschen, eben Aktivismus eben zu trennen von ihrem täglichen Handeln und auch berufliches Leben. Dann jetzt zu der Frage Aktivismus, Grenzen, gibt es Grenzen? Beim Protest, genau. An Protest. Also wenn wir jetzt die größten Fortschritte für soziale Gerechtigkeit von den letzten Jahrhunderten betrachten, sind sie durch Gewalt passiert. Das heißt, also wenn wir die Französische Revolution betrachten oder wenn wir zum Beispiel die Beendung der Sklaverei nicht nur in den USA, sondern auch in den französischen Karibik oder zum Beispiel den Algerienkrieg, das war Aktivismus. Der Anfangspunkt war eben Wut, das war Aktivismus und das ist eskaliert in Gewalt, weil es eben nötig war und diese Gewalt war nötig durch die Repression eben von der Macht, durch die Repression eben von
hier in diesem Fall von dem französischen Staat, also die französische Kolonialmacht, oder eben in den anderen Fällen auch, wo die Macht eben war. Und deshalb halte ich das für nicht wünschenswert, dass wir Grenzen setzen für den Aktivismus. Zum Beispiel die Klimakrise, wenn wir Grenzen setzen und ganz klar sagen, okay, das geht zu weit, dann führt es zu einer Situation, wo die Proteste, wo die Macht der Aktivisten und Aktivistinnen eben kontrolliert werden kann. Wenn wir heute sagen würden, zum Beispiel, okay, Black Lives Matter Bewegung darf existieren, aber es muss, und das ist etwas, was wir auch ständig hören, es muss nicht gewaltfrei bleiben. Mhm. Ja, klar, das ist wünschenswert und wenn, ja, also das ist das, was wir alle wollen. Aber diese Regeln oder diese Anforderungen sind problematisch, weil sie auch Teil von einem Muster, wo die Macht auch entscheidet, wie und in welcher Form und in welchem Ton und diejenigen, die nicht in der Macht angeschlossen sind, sich ausdrücken sollten und handeln müssten. Deshalb denke ich, nein, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen sind auch schon gesetzt eben von der etablierten Macht. Und das ist schon genug. Also das heißt, wir haben Gesetze, wir haben einen Rechtsstaat, das sind die Grenzen. Aber es sollten jetzt noch nicht dazu, darüber hinaus eben Grenzen geben, die, ja, die mit einer vermeintlichen Schutz der Demokratie einhergehen. Weil die Demokratie soll funktionieren eben und soll alle Formen des Aktivismus aushalten. Mhm. Demokratie ist mein Stichwort. Ich war bei dir, jetzt bin ich da, ich muss selber nachdenken. Demokratie ist ein gutes Stichwort, denn meine nächste Frage ist, Aktivismus nur links oder auch rechts? Also ich muss kurz atmen. Also ja, klar, also viele Neonazis sehen sich selbst als Aktivisten und sie haben das Gefühl, eben diejenigen zu sein, die nicht gehört werden, die benachteiligt werden, die unterdrückt werden. Und das ist ein Diskurs eben, also diesen Diskurs hat keine historische, systemische, strukturelle Grundlage. Und das müssen wir auch betrachten. Deshalb finde ich, dass die Wissenschaft auch einen Platz hat im Aktivismus, weil sie können gar kein Aktivisten sein in dem Sinne, dass sie versuchen, ihre Rechte zu schützen, weil es historisch gesehen in Deutschland noch keine strukturelle, institutionelle, individuelle Form der Diskriminierung gegenüber weißen Menschen, ja, christliche Menschen. Und also Klassismus könnte eventuell in manchen Fällen, wobei es sind nicht nur Menschen aus der ArbeiterInnenklasse, die Neonazi sind, das ist auch für mich ein klassistisches Argument, also das kommt eben aus den sehr, sehr hohen Ebenen der Macht, aber in diesem Sinne, ja, ich würde Aktivismus nur beschränken auf die Menschen, die historisch, institutionell, systemisch benachteiligt sind. Wenn es keine Benachteiligung sind, ist es kein Aktivismus, sondern es ist eine Vergewalt. Wie siehst du das? Naja, die Geschichte lehrt uns, dass es sich leider anders verhält. Also Leute, die benachteiligt sich fühlten in den 20er Jahren, nannten sich Nationalsozialisten. Und Aktivisten. Und es ist nicht ohne Grund so, dass Josef Goebbels, kaum war er Reichspropagandaminister geworden, in seinem Propagandaministerium eine Zentralstelle für geistigen Aktivismus, wie er das genannt hat, eingerichtet hat. Also das Problem ist leider sehr früh schon auch von Walter Benjamin und anderen erkannt worden, Anfang der 30er Jahre spätestens zeigt es sich ganz deutlich, das kann ja immer jeder selber definieren, ob er sich benachteiligt fühlt oder nicht. Und dummerweise gibt es eben auch sehr dumme Menschen wie heute Neonazis, damals Nazis, die sich als benachteiligt in irgendeiner Form definieren und deshalb aus ihrer Sicht zu Recht auch als Aktivisten bezeichnen. Also insofern ist dieser Begriff vollkommen, der ist so links wie rechts offen. Ja, aber wenn wir es sind nicht nur dumme Menschen, also es gibt viele, also ich finde es problematisch, Nazis mit dumm gleichzustellen, weil also
Das hat mit viel mehr als eine vermeintliche Dummheit, und es gibt sehr viele Menschen, die nicht intelligent sind und die, ja, also diese Vermischung finde ich sehr problematisch. Die Tatsache, dass damals das auch funktioniert hat, also sich als Nazi, also als Aktivisten zu bezeichnen, war auch, weil es eben keine historische Analyse gab von dem Begriff und von wer eben als Aktivist und damals. Also ich glaube, das hat eine Verschränkung gegeben mit Klassismus und eben mit, also ja, mit dieser Nationalsozialismus und Rechtspopulismus war auch sehr tief verankert eben in einer vermeintlichen Benachteiligung, die auch heute, also diese Diskursen hören wir auch sehr gut, also sie kommen auch wieder. Das Problem damit ist es, wenn wir das offen lassen, und sagen, ja, das ist das Gleiche, wenn ein Neonazi sich als Aktivist und auch auf der Straße demonstrieren möchte und gleichzeitig gleichgesetzt werden mit zum Beispiel Menschen aus der Black Lives Matter Bewegung, dass wir jegliche historische Grundlage komplett verlieren aus den Augen. Und das dürfen wir nicht. Und jetzt dieses Beispiel, das du gibst, ist einfach ein Beispiel von wie eine mangelnde historische Grundlage dazu geführt hat, dass sie eine Legitimität für sich auch gewonnen haben. Und diese Propaganda war ganz klar auf der Seite der Macht. Das war nicht, und das müssen wir auch heute noch aus dieser Sichtweise betrachten, dass der Nationalsozialismus die Verkörperung der Macht war. Das waren nicht Menschen. Aber nicht in den 20er Jahren. Ja, aber sie haben, also. Aber sie haben sich damals schon als Aktivisten bezeichnet. Aber das waren nicht Menschen, die marginalisiert waren von der Macht. Und es ist ganz wichtig zu sehen, dass es eine Kontinuität gab, dass sie nicht aus dem Nichts heraus entstanden und haben auch so selbst proklamiert, so sich als Aktivisten und Aktivistinnen, also Aktivisten vor allem, positioniert und dadurch die Macht gewonnen haben. Das war, also das ist für mich sehr problematisch, dass heute das so darzustellen, als wäre das jetzt nicht eine Verkörperung der Macht gewesen. Also ich glaube, man kann und darf behaupten, dass in den 20er Jahren die Nationalsozialisten keineswegs an der Macht waren. Das ist einfach nicht so. Die sind 1933 an die Macht gekommen und in einzelnen Bundesländern schon vorher. Aber also erst sie waren eine politische Minderheit, ja. Aber sie waren nicht marginalisiert. Das war keine marginalisierte Gruppe. Nein. Also das nicht. Also sie waren keine Juden. Sie waren keine Roma und Romnia und Sinteser hier in Deutschland. Das waren Menschen, die eben politisch, kulturell, wirtschaftlich über eine gewisse Macht verfügt haben, und sie dürfen nicht jetzt als marginalisierte Gruppe dargestellt werden. Das wäre als heute, wenn wir sagen würden, die AfD-Wähler vor 10 Jahren oder die, als es noch keine AfD gab, dass sie eben eine marginalisierte Gruppe waren. Das waren sie nicht im systemischen Sinne, im historischen Sinne und im institutionellen Sinne. Das hat auch keiner behauptet. Ich warne nur ein bisschen davor, immer nur die Entgegensetzung oder Dichotomie marginalisiert und Macht hinzuzimmern, denn dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was, zwischen marginalisiert und Macht. Ja, aber da waren wir noch nicht. Das ist die große Mitte der Gesellschaft. Ja, aber dazwischen. Da waren wir noch nicht. Aber das, also. Aber das ist ja interessant. Die Mitte, da suchen wir ja auch einen Weg, aber tatsächlich habe ich, wir haben angefangen, nur nochmal um mich mit abzuholen, nur links und rechts, und man merkt, bei der Definition gibt es unterschiedliche Grundlagen. Okay, das halten wir fest. Wir halten auch fest, jeder kann sich Aktivistin nennen. Das ist jetzt erstmal ein freier Begriff. Du hast die Definition aus einer benachteiligten Perspektive. Du hast die Position, dass benachteiligt ist Auslegungssache. Der Streitpunkt war dann, ist politische Minderheit sein auch eine benachteiligte Position? Und da stehen wir jetzt. Wir werden das noch vertiefen. Aber wir halten fest, dass da ist auf jeden Fall ein historischer Streitpunkt und die Frage, und wir sind ja im Hier und Heute auch, was bedeutet das für heute? Und wenn wir auf heute gucken, dann würde ich gerne meine 3 Fragen des Fragenhagels noch, der nicht so zackig läuft wie sonst, aber finde ich super, weil wir vertiefen ganz viele Punkte. Wenn ich davon ausgehe, dass Aktivismus und AktivistInnen sich alle selbst bezeichnen können, dann, und jetzt so ein bisschen im Raum ist, wer ist wirklich hier Aktivist oder AktivistIn, gibt es sowas wie Scheinaktivismus? Jetzt bin ich wieder bei dir. Den gibt es definitiv und den gibt es auch schon von Anfang an. Das Wort Scheinaktivismus prägt nämlich interessanterweise in den 30er Jahren in einem Aufsatz 1934 ein sehr linker Philosoph, nämlich Georg Lukács. Der sagt, dass dieses Deklamatorische durch die Straßen rennen und irgendwie für irgendetwas demonstrieren
das nervt ihn, weil er auch nicht den, er sieht nicht so direkt, dass das etwas bewirkt, und er nennt das explizit Scheinaktivismus. Mhm. Und natürlich, heutzutage der beste Scheinaktivismus, den praktizieren wir jeden Tag, jeder von uns, glaube ich, und jede. Wenn wir online unterwegs sind und irgendetwas liken, was weiß ich jetzt zum Beispiel, die sehr, sehr hehren und ehrenwerten Anliegen iranischer Aktivistinnen und Aktivisten oder russischer Aktivistinnen und Aktivisten, wenn wir das teilen und scheren und versuchen, da irgendwie unseren Teil, aber der ist wirklich sehr bescheiden, mitzumachen, dass dieses schreckliche Regime da endlich gestürzt wird. Aber das ist letzten Endes, wenn wir das online tun, hier aus unserer sehr bequemen Haltung heraus, dann ist das auch Scheinaktivismus. Gibt es für dich Scheinaktivismus? Also ja, da würde ich mitgehen, auf jeden Fall. Also es ist für viele Probleme, also zum Beispiel für mich, ich lebe in Deutschland, ich habe einen französischen Pass, mir geht's gut, ich bin mit der Klimakrise eigentlich wenig konfrontiert, also meine Familie aus Martinique schon, aber ich direkt nicht, und deswegen habe ich keinen Druck, ich spüre keinen Druck in meiner Existenz, um mich für zum Beispiel die Abschaffung der Grenzen, für Klima, im Klimaaktivismus zu engagieren. Und deshalb, ich glaube, die gelebte Erfahrung spielt eine sehr große Rolle dabei. Ab dem Moment, wo wir selbst persönlich in unserer Existenz bedroht werden, kann es kein Scheinaktivismus sein, weil der Affekt ist zu groß, weil die Realität ist zu groß, die Brutalität eben der Systeme, die wir versuchen eben zu bekämpfen, zu groß ist. Also zum Beispiel, ja, der Mann, der gesagt hat, es ist Scheinaktivismus, auf der Straße zu gehen, er spricht aus einer sehr bequemen, privilegierten Position, weil wenn Frauen auf der Straße gehen jetzt und für MeToo oder andere Demos da, ja, in der Straße gehen und laufen und Motto skandieren, dann hat es etwas sehr Privates, etwas sehr Reales, also eine materielle Realität, die sie dazu pusht, eben auf der Straße zu gehen und da zu laufen und sich einer Gruppe anzuschließen, die ähnliche Benachteiligungen erfährt. Die Stonewall Riots und alle anderen, also Black Lives Matter Bewegungen, es ist kein Scheinaktivismus. Aus seiner Sicht, ja, vielleicht, weil er eben in seiner Position als weißer Mann, der, ich weiß nicht, ob heterosexuell oder nicht, aber bestimmt auch ohne Behinderung, dass wir da in unserer Gesellschaft nicht spüren. Und das ist eine Realität. Und vielleicht viele Menschen sind mittlerweile auch ein bisschen genervt davon, ja, alte weiße Männer, aber das ist eine Realität, dass es im Grunde keinen Grund gibt, empört zu sein in dieser Gesellschaft, was eben die persönliche, intrinsische Existenz auch bedroht. Und ja. Also Georg Lukács wurde von den Nazis verfolgt, nur so viel dazu. Das ist jetzt kein Mensch gewesen, der in irgendeiner Form privilegiert war zu seinen Lebzeiten. Ja. Aber es ist ja interessant, vielleicht könnten wir, das fände ich, das ist schon ein wichtiger Punkt, dass wir so versuchen, die Punkte festzuhalten, auch im Heute, weil sonst wird es natürlich schwierig. Die historische Kontinuität, die ihr beide sehr unterschiedlich darlegt, ich hoffe, das ist dem Publikum irgendwie auch klar, ich versuche das gerade irgendwie zu halten und so zu überlegen, wo führt uns das hin, die Perspektive auf Geschichte, die wir brauchen, um das heute zu verstehen. Und ich habe euch jetzt verstanden, meine Frage zu Scheinaktivismus war, wer betreibt ihn? Und ich verstehe jetzt, und ich hoffe, ich habe euch beide richtig, weil das war euer überschneidender Punkt, diejenigen, die eigentlich nicht von etwas betroffen sind, die sich sozusagen beteiligt fühlen, mal eine Kachel posten oder wenn sie morgen keine Lust haben, nichts machen. Das würde ich sagen, habe ich erfasst. Und dann gibt es natürlich die Gegenseite, ab wann ist es keiner und wer bewertet dann das, was ich mache, ob es ein Schein ist oder nicht. Soweit? Ich springe einfach weiter, weil wir vertiefen noch und ich nehme die Punkte mit, die ihr gesagt habt. Ich möchte noch einen Blick, weil wir haben eine Streitbar und vor allem einen ganz wichtigen Punkt in den aktivistischen Szenen, und wir haben, ohne eine gewisse Szene wirklich im Fokus angeguckt zu haben, würde ich behaupten, dass viele hier im Raum ein Gefühl von Streit wahrnehmen. Zwischen, innerhalb von Szenen, aktivistischen, aber auch aktivistische Szenen, die sich gegenseitig betrachten. Inwiefern, wie schlimm, andersrum gefragt, wie schlimm ist der Streit für dich, den du beobachtest? Ja, es ist ein
ja, es herrscht im Moment wenig Konsens, wenig Harmonie innerhalb von aktivistischen Kreisen. Es gibt auch Probleme tatsächlich, würde ich sehen, vor allem neoliberalen Tendenzen in diesen aktivistischen Gruppen, die sich zu sehr eben auf der individuellen Position berufen und da fixiert bleiben und dadurch auch die systemischen Perspektiven aus den Augen verlieren. Das sehe ich auch als Problem. Gleichzeitig sehen wir, dass es wichtig ist, diese Subjektivität auch in den Vordergrund zu bringen. Ich sehe auch innerhalb von, ich würde das so zusammenfassen, die Tatsache, dass es wichtig ist, innerhalb von diesen Bewegungen Unsichtbarkeit und Benachteiligung, Marginalisierungsformen auch differenziert anzugehen und zu thematisieren, zum Beispiel innerhalb der feministischen Bewegung, aber auch innerhalb der Klimagerechtigkeitsbewegung. Aber das hat auch Früchte getragen. Die Tatsache, dass die Klimagerechtigkeitsbewegung, die auch keine Klimagerechtigkeitsbewegung in diesem Sinne war vor 5, 6, 7 Jahren, und dass es heute eben klar geworden ist, dass es unterschiedliche Graden eben der Betroffenheit in dieser Bewegung hat auch dazu geführt, dass wir differenzierter darüber sprechen. Dass es auch neue Ebenen, die da geöffnet werden und die meiner Meinung nach auch sehr wichtig sind, mit Bezug auf Geschlecht, mit Bezug auf Klasse, mit Bezug auf Geografie zum Beispiel. Genau, und das heißt also, diese Konflikte können auch konstruktiv werden. Konflikte sind nicht immer negativ. Also wir sollten jetzt das alles nicht pauschal als eine Krise des Aktivismus sehen, sondern es bringt uns auch weiter. Also Krisen bringen uns sowieso weiter. Und das sehe ich auch im Feminismus. Ich bin froh, dass es alle diese Konflikte gab jetzt in den letzten Jahren und dass wir heute meiner Meinung nach auch weiter sind als vor 20, 10 Jahren. Mhm. Wie schlimm ist der Streit für dich? Das Stichwort Feminismus finde ich interessant. Gerade da fehlt es ja meinem Eindruck nach offenkundig an dem, was aktivistischen Bewegungen immer so gerne den Aktionskonsens nennen. Also wenn wir uns den Transaktivismus angucken, der baut auf dem, was der Feminismus erreicht hat. Und es dauert immer Dekaden und viele, viele Jahrzehnte wirklich, bis aktivistische Anliegen durchgesetzt sind. Das ist eine Lehre, die sich durch die Zeiten zieht. Aber jetzt glücklicherweise ist tatsächlich einer der erfolgreichsten Aktivismen des 20. Jahrhunderts, würde ich immer wieder sagen, ist der Feminismus gewesen. Also er ist immer noch nicht an seinem Ziel angelangt, vollkommen, aber er ist schon sehr weit zum Glück vorangekommen. Was passiert jetzt in den letzten Jahren? Transaktivistinnen und Aktivisten versuchen, die Errungenschaften ihrer Vorgänger, namentlich die von Alice Schwarzer zum Beispiel, zu denunzieren und sie als transphob hinzustellen. Wer sich ansatzweise mit der Geschichte von Alice Schwarzer auch nur auskennt, weiß, dass Alice Schwarzer eine der ersten Publizistinnen in Deutschland war, die in den 80er Jahren, 1984, glaube ich, in der Emma, sich für die Rechte von Transsexuellen stark gemacht haben. Und wenn jetzt heute eben jüngere Aktivisten, deren historisches Wissen auch nicht sehr ausgeprägt ist, muss man dazu sagen, daherkommen und sagen, naja, diese komische alte weiße Frau, die jetzt gerade 80 geworden ist, die ist transphob und gehört quasi in eine Linie mit J.K. Rowling und anderen, dann kann ich nur den Kopf schütteln, muss ich sagen. Also dann hat ich habe gleich einen vertiefenden Blog zu dem Feminismus und ich weiß, jetzt raunt das hier schon und ich muss das jetzt auch halten, ich versuche die Bälle zu schwingen. Ich nehme diesen Punkt, wir werden das vertiefen. Ich habe aber die Frage eigentlich gestellt, weil der Fragengang so ein bisschen auf einer Meta ist, wie schlimm ist der Streit? Und ich habe hier die Antwort gehört, der Streit ist da, er ist auch irgendwie intens, aber er ist konstruktiv und man kommt mit ihm weiter. Das war so ein bisschen das. Wie ist er für dich, wenn ich frage, wie schlimm ist er? Auch auf die Szenen geguckt, jetzt nicht sozusagen nur, das war jetzt ein Konflikt, den gucken wir uns gleich an, am Beispiel, aber so den Szenenüberblick. Beurteilend. Ja, ich würde sagen, dass es nicht besonders konstruktiv im Moment abläuft, auch wenn man sich innerhalb der Klimaschutzbewegung anschaut, was jetzt im Sommer passiert ist, weil eine weiße Aktivistin Dreadlocks trug, dass da gleich wieder so ein Tumult ausbrach, dass das angeblich nicht geht und so etwas kulturelle Aneignung sei etc., dann zeigt das doch eher, dass das eher alles ein bisschen verquer gerade läuft und eben nicht sehr gut. Okay, also da liegt ja im Unterschied. Meine letzte Frage, wobei nein, ich skippe sie.
ihr wollt was anderes. Wir müssen in den Kontext gehen, weil tatsächlich, ich glaube, jetzt ist ziemlich klar geworden, dass es Gewichtungen gibt, die sind sozusagen die Analyse auch 100 Jahre zurück und auch die Lesart von Geschichte und in ihrer Kontinuität. Und das finde ich erstmal einen ganz wichtigen Punkt, den haben wir. Wir haben jetzt unterschiedliche Standpunkte gehört zu eurer Definition, was ist Aktivismus, aber auch welches Image er hat, wo die Grenzen liegen, auch im Widerständigsein beispielsweise. Es gibt viele Formen von Aktivismus, da seid ihr euch auch einig. Ich habe es unter Umwelt-Menschenrechtsaktivismus, Gerechtigkeitsaktivismus, was zum Beispiel die Rechte von schwarzen, queeren, behinderten Menschen angeht. Dann gibt es KlimaaktivistInnen. Knut, du sprichst in deinem Buch auch von Lifestyle-Aktivismus beispielsweise. Dann gibt es noch den Artivismus, also die aktivistische Kunst. All das haben wir jetzt quasi im Raum und können natürlich nicht über alles sprechen. Und es war so ein bisschen Versuch auch zu sagen, dass überall da findet was statt und nicht alles ist in homogenen Räumen unterwegs. Es gibt Überschneidungen, Intersektionen. Aber jetzt schauen wir mal differenzierend und jetzt muss ich selber gucken, ob ich springen kann. Gib mir eine Sekunde, weil wir das jetzt hatten. Genau, eigentlich wollte ich, und das wäre für mich nochmal wichtig, aus welcher Perspektive ihr auf die Themen Aktivismus guckt. Ich habe vorhin euch vorgestellt, Emilie, du hast eine intersektionale Betrachtung. Du hast ein Buch darüber geschrieben, aus einer eher distanzierten Position heraus eine Analyse zu machen, deiner Beobachtung mit historischem Wissen gestückt und mit dem Blick in verschiedene Bereiche. Jetzt haben wir aber das Thema soziale Bewegung und Emanzipationsbewegung, das stellt ihr beide fest, als ein historisches. Und die Zeiten haben sich verändert. 1920 und 30 ist etwas anderes als 2022. Und jetzt noch einmal die Frage vertiefend, innerhalb dieser Veränderung, wie drückt sich der Aktivismus im Bereich Menschenrechte, auf dem gehe ich jetzt mal, noch nicht Klima, also ein größeres Thema, heute aus? Lasst uns ganz kurz auf den Status quo gehen. Und das ist jetzt ein Anfang eines Gesprächs. Ich mache jetzt nicht immer im Wechsel, sondern jetzt lasst uns da einsteigen. Aber ich muss eine... Also ich kann jetzt nicht einfach weitersprechen, ohne diese Aussage zu kommentieren. Sorry, ich kann das nicht. Ja, mach das erst. Ist okay, ich versuche, ja. Genau, also Ali Schwarzer ist unverkennbar transphobisch und sie ist unverkennbar islamophobisch. Ja? Also das ist jetzt eine Realität, das ist ein Fakt. Heißt es, dass sie ihr Beitrag zum Feminismus komplett verleugnet wird? Nein, das heißt es nicht. Heißt es jetzt, dass weil Ali Schwarzer so lange die Hauptstimme des Feminismus in Deutschland war, dass sie unkritisierbar ist, weil sie einen Artikel in der Emma irgendwann geschrieben hat und gesagt hat, ja, die Rechte transsexueller Menschen, obwohl transsexuelle Menschen selbst sagen, sie lehnen den Begriff ab. Nein, das heißt, Ali Schwarzer, indem sie Transmenschen auch ihr Selbstbestimmungsrecht komplett aberkennt und abspricht, die Tatsache, dass sie Transsexualität und Transgeschlechtlichkeit für einen Trend bezeichnet, ist ein Problem für den Feminismus. Die Tatsache, dass sie das Kopftuch als Symbol des patriarchalen Unterdrückung an sich pauschal darstellt, und muslimischen Frauen unterstellt, sie wären eben Verräterinnen des Feminismus und sich auch nicht befreien werden wollen, ist eben rassistisch. Ja? Das heißt, wenn der Feminismus in Krise steht, weil in Teilen der feministischen Bewegung eben Menschen eben ihr Rassismus und ihre Transfeindlichkeit aufzeigen, in Krise ist, dann mag ich diese Krise, dann finde ich diese Krise sehr positiv sogar. Und dann, wenn Sie sagen, die Klimagerechtigkeitsbewegung befindet sich auch in der Krise, weil eine Künstlerin mit Dreadlocks nicht performen konnte, ja, es ist eine sehr große Krise. Wenn Sie dann daraus feststellen, dass die Klimagerechtigkeit in einer Krise ist, dann frage ich mich, welche Kriterien nutzen Sie, um eine Krise zu definieren? Ich würde sagen, die Tatsache, also ja, das ist, ne, wir können noch mal besprechen, die Methoden, die auch angewendet wurden und die Argumentation und wie das auch medial dargestellt wurde, was da passiert ist, welche Leute auch zu Wort kommen konnten, ob überhaupt die Frage der kulturellen Aneignung differenziert und wissenschaftlich auch erklärt wurde. Hat es stattgefunden? Nein, ganz und gar nicht. Wurde es als eine
also eine Trivialisierung eben von diesem Problem dargestellt durch den Medien? Ja, das wurde es. Ist es eine Krise? Nein. Und genau. Die Frage nochmal. Nein, nein, dann, ihr habt das jetzt so entschieden. Genau. Ich wollte eigentlich auf so ein Fahrwasser kommen. Ich sage auch, was mein Plan war. Eigentlich wollte ich in Emanzipationsbewegung hineingehen, damit wir erstmal schauen, auf welcher Grundlage hat denn der Feminismus begonnen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das ist ein relevanter Punkt, um Alice Schwarzer in ihrer Genese und den Feminismus aus einer intersektionalen Perspektive zu verstehen, um diesen Streit auch darzulegen. Das war die Idee. Wir fangen jetzt von hinten nach vorne. Nein, nein, ist alles okay, ist eure Schreibbar. Aber jetzt die Antwort, die muss sein, genau. Und dann versuche ich es nochmal. Okay, also ich finde, und da sehen wir vielleicht jetzt schon auch ein Problem des Aktivismus, dass deine Argumentation dann doch stark aktivistische Züge trägt. Ja. Und das ist genau auch das Problem des gesellschaftlichen Dialogs im Moment. Wenn jemand wie Alice Schwarzer Kritik anmeldet, und nichts anderes hat sie getan, an dem jetzt in Rede stehenden Selbstbestimmungsgesetz, was die Koalition verabschieden möchte, dann ist das nicht in irgendeiner Form Phob, sondern das ist Kritik. Und Kritik muss man in einer Demokratie aushalten können. Dann muss sie das aushalten, dass sie jetzt kritisiert wird. Das hält sie ohne Zweifel aus. Das würde ich bezweifeln. Das würde ich bezweifeln. Also vor allem, wenn sie jetzt Eine Frau, die diese Kämpfe jahrzehntelang hat durchfechten müssen, die hält sehr vieles aus, würde ich mal vermuten. Und ein weiterer Punkt noch. Es ist auch nicht so, wenn man gewisse Tendenzen im Islam kritisiert, dass man dann gleich zum Rassisten gestempelt werden muss, würde ich sagen. Aber das hat sie nicht gemacht. Sie hat pauschal das Kopftuch. Du hast eben gerade sie als Rassistin bezeichnet. Ja, aber das ist falsch meines Erachtens. Das stimmt nicht. Das ist vollkommen überzogen. Also jetzt wird es problematisch, weil wir uns jetzt auf eine Person einschießen. Und ich würde das gerne ein bisschen öffnen. Es gibt, ich empfehle den sehr, von der Süddeutschen Zeitung einen Podcast, der heißt Who the F is Alice? Und versucht aus einem du bist auch Gästin in einer der Folge, Susan Jungerhardt und Gabi Herpel machen aus einer intergenerationalen Perspektive, also sozusagen eine ältere, eine jüngere Stimme, widmen sich der Person Alice Schwarzer. In feinen Linien arbeiten sie quasi die Genese dieses Menschen auf. Und sie tun das, und das ist meine Kulisse, vor der ich gerne mit euch sprechen würde, vor der Kulisse gesellschaftlicher Debatten um Gleichberechtigung, um Feminismus. Alice Schwarzer ist eine Persönlichkeit, die ihre Dinge getan hat, aber interessant wird erst der Feminismus. Den sie mit Vertreterin vertritt, der, und jetzt kommen wir vielleicht nochmal zurück zu meiner ursprünglichen Frage, nämlich den Emanzipationsbewegungen und sozialen Bewegungen, die heute, und du bist in diesem Intersektionalen, und wenn man sich die Geschichte anguckt, dann gab es noch nie nur einen Feminismus der sogenannten Alice Schwarzer, die ich jetzt mal rausnehme aus diesem Kontext, sondern sage, der Feminismus dieser Zeit, der 68er, der Befreiung weiblicher Körper, war eine Einzelerzählung, das ist deine Kritik. Vielleicht kannst du kurz da ansetzen, damit wir dann ins Heute rutschen und eher auf Metaebene uns diesen Feminismus kurz mal anschauen. Genau, also ich glaube, Alice Schwarzer und die Debatte drumherum verkörpert oder symbolisiert beschreibt, was mit dem Feminismus passiert ist. Und wir sind von einem Feminismus gegangen, also Feminismus der ersten, zweiten Welle, obwohl ich ungern in Wellen spreche, aber jetzt werde ich das trotzdem tun. Und ein Feminismus, der sich auf die Figur der weißen Frau aus der Mittelschicht, aus Europa, auch rauskristallisiert hat. Und das heißt, dass die Interessen der weißen Frauen stand im Mittelpunkt und hat eben die Interessen aller Frauen weltweit dargestellt. Und das war ein Problem, und ich kann das am Beispiel der reproduktiven Gerechtigkeit geben, weil zum Beispiel in dem Moment, wo Frauen für die Pille, für Abtreibungsrechte gekämpft haben, was auch gut und richtig war, ja, das waren gute Fortschritte, die gemacht wurden, wurden teilweise die Rechte oder ganz die Rechte und die Anliegen von anderen Frauen, die nicht unbedingt mit dieser Problematik konfrontiert waren, komplett ausgeblendet. Und jetzt in dem Bereich, also wenn ich jetzt Frankreich zum Beispiel als Beispiel nehme oder die USA, aber auch Europa, andere Teile Europas, wo in dieser Zeit zum Beispiel Romnia und Sinteser Frauen, aber auch Native American Women in Nordamerika, in Frankreich Frauen aus den Kolonien, beispielsweise aus La Réunion oder Guyane, die zwangssterilisiert wurden,
hatten überhaupt keinen Platz in dieser Debatte für Recht auf Abtreibung, Recht auf Pille etc., wo das Gegenteil gewesen wäre, eben eine reproduktive Gerechtigkeitsbewegung zu haben, wo eben alle Rechte der Frauen zur Selbstbestimmung auf ihre Körper, das Recht, Kinder zu haben und das Recht, eben keine Kinder zu haben oder zu entscheiden, wann und wie viele Kinder gehabt werden etc. Das heißt, dass diese Invisibilisierung hat materielle Folgen. Es ist jetzt nicht nur, dass ein paar Leute da in der Bewegung sind, so, ja, ich will auch gesehen werden, ich bin auch so wichtig wie alle Schwarzen. Nein, es gibt gesamte Teile der feministischen Bewegung, die komplett ausgeblendet werden. Und das war der Fall für lesbische Frauen, das war der Fall für Transfrauen, Transmenschen etc. Das heißt, jetzt zerbröckelt dieses Image der Feminismus als eine weiße, blonde, blauäugige Frau, die aus der deutschen Mittelschicht kommt und deutsch ist und christlich, und es übergeht auf eine Vielfalt von unterschiedlichen Wegen, unterschiedlichen Lebenserfahrungen, Anforderungen und Interessen. Und das ist das, was wichtig ist. Und sie hat damit zu kämpfen und viele andere Menschen, die eben teilweise ihre Privilegien als weiße Person, als deutsche Person, als christliche Person teilen, sehen das als problematisch, weil es eben diese Macht in Frage stellt. Und das geht jetzt nicht nur um alle Schwarze, sondern um diese Macht, um die weiße Vorherrschaft. Es geht um die Übermacht des Christentums. Es geht, um die Mittelschicht auch. Also wenn ich diesen Ball jetzt zu dir spiele, und deine Kritik war ja, dass sozusagen queere AktivistInnen heute vergessen haben, was sie Alice Schwarzer zu verdanken haben, und in dieser Frage spielen auch zum Beispiel dieser Podcast, den ich genannt habe, und da drin wird zum Beispiel die Frage gestellt, und die gebe ich jetzt wieder zurück, weil das ist ja die Kritik, wer kritisiert eigentlich zum Beispiel vergessen worden zu sein? Das war jetzt dein Argument, weil nicht, weil man neu da ist, sondern schon immer da war, aber keinen Platz hatte. Das führt zu Streit. Was würdest du mit diesem Argument machen, wenn du es hörst und deine Aussage, da gibt es kein, also da wird etwas übersehen. Was wäre da deine Antwort oder dein Argument dazu beispielsweise? Naja, die Geschichte schreitet voran und natürlich muss auch Alice Schwarzer damit leben, dass es Widerworte gibt und neue Ideen. Mal abgesehen von Alice Schwarzer. Man muss es halt immer an gewissen Figuren festmachen, weil aktivistische Bewegungen, im Übrigen kennzeichnet auch das immer aktivistische Bewegungen, dass es einzelne Führerfiguren gibt. Also sind halt in den seltensten Fällen völlig diffuse Massen, die keinen, also denken wir nur an die Klimabewegung, die haben auch ganz große Gesichter hierzulande und auch in anderen Ländern, einzelne Gesichter, an denen sich das festmacht. Also insofern muss man leider immer bei einzelnen Personen dann wahrscheinlich auch bleiben, aber ich bemühe mich jetzt den Namen nicht weiter. Tatsächlich aus einer feministischen Betrachtung ist sie nur eine Person von einer sehr heterogenen Szene tatsächlich. Ich maße mir ja auch nicht mansplaining-mäßig an, jetzt den Feminismus erklären zu wollen. Das ist überhaupt nicht meine Position. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Geschichte voranschreitet und jetzt das, was Emilia gerade beschrieben hat, natürlich stärker kommt und sagt, so, ihr seid jetzt quasi Geschichte, jetzt sind wir mal an der Reihe und wir definieren Feminismus für uns anders. Das ist evident und das kann man einfach nur so feststellen. Interessant ist nur, dass du das Wort Macht verwendest in dem Zusammenhang, weil das sind Machtkämpfe. Es sind einfach aktivistische Machtkämpfe, die hier stattfinden. Ja. Und weil die Macht ja gerne vorhin von dir so benutzt wurde als Aktivismus, ist das Gegenteil von Macht? Nein. Es sind Machtkämpfe, das sind immer Machtkämpfe. Ja. Wenn Frauen eben hier in Deutschland um das Wahlrecht gekämpft haben, das waren auch Machtkämpfe, aber auf eine schiefe Grundlage. Zum Beispiel jetzt, Alice Schwarzer verfügt über die politische, kulturelle Macht in Deutschland, wenn es um den Feminismus geht. Und jetzt ändert er sich langsam und, ne, also ich würde, also wenn wir sehen, was alles gemacht wurde für ihren 80. Geburtstag, sie bleibt die wichtigste, einflussreichste feministische Stimme Deutschlands. Wenn sie auch wirklich feministisch wäre, und da wage ich es zu sagen, würde sie diese Fortschritte und die Tatsache, dass andere Menschen zu Wort kommen, sie würde das begrüßen, sie würde sich freuen, sie würde sich auch selbst auch loben können für die Arbeit, die sie geleistet hat und das dazu geführt hat. Ich bin sehr überrascht auch gewesen zu sehen, dass sie in den 80er auch schon Texte geschrieben hatte, wo sie
das binäre Geschlecht auch in Frage gestellt hat, wie jede gute Feministin in der Zeit. Also das haben sie alle gemacht. Aber jetzt, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass das binäre Geschlecht, dass die binäre Geschlechterordnung herausgefordert wird, hat sie ein Problem damit, weil sie eben diese Macht verliert. Und sie hat sich, glaube ich, in einer Welt, also mit so starken patriarchalen Zügen angepasst, dass sie nicht mehr merkt, inwiefern sie dieses Patriarchat jetzt heute verkörpert. Und das ist sehr schade. Und dann sind wir bei der Frage des Patriarchats, und da würde ich gerne noch einen Versuch auf der Metaebene wagen, weil in deinem Buch auch anklingt und ja auch hier diese, und, oder beziehungsweise ihr beide das macht, diesen Blick zurück und nach vorne, und wer, und es geht mir um die Frage der Wertschätzung. Also was macht eine jüngere, und es geht mir nicht nur um Alter, eine jüngere feministische Generation im Hinblick auf den Blick zurück? Wen schätzt sie wert? Würdest du oder ihr sagen, dass die, du würdest ja sagen, die Wertschätzung fehlt, würdest du sagen, die Wertschätzung fehlt? Und nicht nur für eine, also es gibt ja viele Feministinnen einer älteren Generation, intersektional betrachtet, auf die man zurückblicken kann. Also fehlt die Wertschätzung? Nein. Nein, also sie wird geehrt, beachtet, wertgeschätzt in Deutschland. Ich meinte nicht nur, also ich meinte ältere feministische Positionen. Nein, das stimmt nicht. Also jetzt ein Buch von mir kommt im März raus, wo ich wirklich Feministinnen der 70er, 80er Jahre würdige, und da sind für mich Vorbilder, die mein Feminismus und den Feminismus von ganz, ganz, ganz vielen anderen Feministinnen geprägt haben, die auch weiße Frauen sind. Andrea Dworkin, Shulamit Firestone, Monique Wittig, Adrienne Rich und. Und da sind eben Frauen, Feministinnen aus der Generation von Ali Schwarzer. Und ihr Beitrag ist unschätzbar. Das heißt, deshalb will ich nicht in feministischen Wellen sprechen, weil jede Welle soll eben, wie das Bild auch das zeigt, die letzte Welle komplett ausradieren und wir fangen von vorne an. Und das ist nicht, was passiert. Intersektionale Feministinnen wollen das auch nicht. Sie sagen auch nicht, lass uns alles vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist, und wir erfinden alles aufs Neue. Das ist eine komplett fehlhafte Interpretationen von intersektionaler Feminismus. Was intersektionaler Feminismus lediglich sagt, ist, dass es eine ganze Perspektive, die ausgeblendet wurde, und dass weiße Frauen ihre Macht auch genutzt haben, ihre Privilegien als Weiße genutzt haben, um voranzukommen im Feminismus, auf die Kosten schwarzer Frauen und anderen Frauen of Color, jüdische Frauen, Romja und Sitte etc. Wenn wir sehen, wie weiße Frauen das Wahlrecht auch bekommen haben, das war auf die Kosten von schwarzen Frauen, weil sie im Grunde so ganz kurz gesagt, um das ganz plakativ zu sagen, gesagt haben, wir sind auch weiß und wir können euch helfen, eben die weiße Vorherrschaft von Hand zu bringen. Wenn wir auch nur das Wahlrecht hätten, dann könnten wir das auch machen. Nur noch einen Punkt vielleicht, was der heutige, der junge Feminismus, wenn man ihn jetzt mal so nennen darf, vielleicht auch lernen kann, anhand einer Geschichte wie der jetzt nicht mehr namentlich zu nennenden Person, die war in ihren 30ern keineswegs in irgendeiner Form begünstigt. Die war sehr verhasst hierzulande. Also das ist, es ist mitnichten so, weil ja die Worte Mittelschicht und privilegiert und weiß fielen. Ja, Mittelschicht, ja, weiß, aber das hieß nicht, dass man der Darling von everyone hier war. Nein, also das habe ich nie behauptet, ja. Also das wissen wir auch. Schwingt, ne? Aber manchmal immer so gerne so mit, so nach dem Motto, ja, das war ein easy job quasi, Feminismus in Deutschland. Nee, war es leider gar nicht. Aber das ist auch ein langes Leben, deshalb können wir jetzt nicht anhand von Ali Schwarzer in ihrer 30er, sie bekommt jetzt keine Immunität bis zum Ende ihres Lebens, weil es hat sich ganz, ganz viel verändert für sie. Ich sage ja auch gar nicht Immunität, ich sage nur, ich komme noch zu einem anderen Punkt. Mhm. Ich sage nur, Kritik muss an sie gerichtet erlaubt sein, und Kritik muss aber auch von ihrer Seite erlaubt sein, zu üben an dem, was sie an heutigen Feministinnen kritisiert. Was mich viel mehr noch beschäftigt ist, und das ist wirklich auch historisch ein interessanter Punkt, Entschuldigung, dass ich nochmal in die Geschichte zurückgehe. Nee, Geschichte ist wichtig. Die 68er, als die 68er aufkamen, ernteten sie die harscheste Kritik von den Uraktivisten, die 50 Jahre vor ihnen losgelegt hatten. 1969 erscheint ein kleiner Band bei DTV, die aktivistischen Urtexte 1915 bis 1920. Ernst Bloch, Heinrich Mann, Karl von Ossietzky. Alle diese großen Namen waren ja die ersten Aktivisten. Ist ja überhaupt eine künstlerische Bewegung gewesen, der Aktivismus im Urzustand. Da schreibt ein Germanist 1969, die 68er-Bewegung ist auf ihrem Peak angelangt, ein Vorwort voller
Abscheu gegenüber den studentischen Aktivisten seiner Zeit und also spricht vom puerilen Autismus dieser Aktivistinnen und Aktivisten auf der Straße um Rudi Dutschke herum, die das überhaupt nicht verstanden hätten, was Aktivismus eigentlich sei. Und das, da fühle ich mich auch so ein bisschen erinnert, jetzt bei diesen Flügelkämpfen innerhalb des Feminismus, weil das, was für 15 ist, da sind offenbar auch immer so Generationenkämpfe an der Tagesordnung. Genau, man könnte, ja. Aber ja, ich würde, weil ich mit Blick auf die Uhrzeit würde ich gerne noch ein Themenfeld aufmachen. Es wäre mir wirklich wichtig, dass wir noch auf die Klimaaktivistin gucken. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich mal eine kurze Schneise und halte fest. Aus einer Innensicht, aus einer innerfeministischen Perspektive haben wir viel gehört. Und wir haben von dir auch viel gehört aus einer Außenbetrachtung. Und ich glaube, dieses Einbetten von, wo kommt er her und wer, aus welcher Perspektive schaut man auf den Aktivismus? Ich glaube, das ist sehr deutlich geworden. Inwiefern man dann auch die innerszenischen Debatten auch vielleicht versteht aus der eigenen Position heraus. Und jetzt nehmen wir das, was du vorhin auch gesagt hast, das Klima ist etwas Äußeres, es ist sozusagen etwas, das uns alle hier umgibt, abgesehen davon und uns alle betrifft die Klimakrise. Und wir haben ganz aktuell eine große Debatte über Protestformen, das war eine meiner Fragen im Fragenhagel. Und die Klimarechtsaktivistinnen sind ja auch in einem intersektionalen Umfeld unterwegs, das heißt, die definieren sich auch. Das heißt, dieses Thema, was wir eben hatten, schwingt mit. Ich könnte jetzt eine Kurzzusammenfassung machen, was der Status quo ist und wie alles angefangen hat mit den Klimaklebern. Und eigentlich würde ich gerne zumindest nur einen kleinen journalistischen Fakt einbringen, weil er mir sehr wichtig ist, weil ich aus einer medienkritischen Perspektive oft immer wieder höre, dass dieser Anfang, also der Tod der Radfahrerin in Verbindung mit einem Unfall, mit einem Laster, dass da kausale Zusammenhänge hergestellt wurden und es nie, und das ist tatsächlich relevant, die Untersuchungen bis zum Schluss unklar lassen, ob dem so gewesen wäre, Punkt 1, und die Notärztin, die Klimaaktivistin entlastet hat, da sie sagte, sie hätte ohnehin entschieden, dass der Betonmischer nicht mit einem Spezialfahrzeug ausgehoben werden sollte. Ich finde das wichtig, einfach nur als eine faktische Grundlage. Damit hat alles begonnen und die Frage nach dem Maß der Mittel. Und heute, also wir hatten die große Razzia, wir hatten die Razzia auf Seiten von rechts, wir hatten diese Razzia auf Seiten von links. Ich glaube, ihr habt das alles mitbekommen. Ich habe mir einen riesen Text zusammengeschrieben. Ich dachte, wir hätten ein bisschen mehr Zeit, um nochmal den Status quo darzustellen. Und wir haben jetzt, ganz aktuell habe ich heute gehört, 2000 KünstlerInnen, die eine Petition mit unterschrieben haben und sich sozusagen auch aktivistisch positionieren, wenn man es so will, nach der Definition. Wir haben jetzt auf jeden Fall eine Gemengelage, in der von Hufeisentheorie, verschiedenen Positionierungen, dem Maß der Mittel, alles Mögliche diskutiert wird um Klimaaktivistinnen. Wie ist euer Status quo gerade zu dieser Debatte, bevor ich hineingehende Fragen stelle? Ich wollte nur mal so ein bisschen die komplizierte Gemengelage deutlich machen. Ja, also das ist sehr richtig, diese Feststellung nochmal im Umfeld dieses schrecklichen Unfalls da in Berlin, das auseinanderzuhalten. Solange das nicht endgültig geklärt ist, gibt es da gar keine Aussagen, die von journalistischer Seite her zu treffen sind. Auch das aber zeigt für mich leider wieder ein Problem unserer Zeit, dass Medien, getrieben gerade durch die sozialen Medien, immer aktivistischer werden. Ich glaube, es war an dem Tag ja die Bild-Zeitung, die als erste draufging und sagte, Frau wahrscheinlich gestorben, weil Klimakleber auf der Straße gesessen. Und das ist genau das Problem. Also wir lassen uns selbst nicht mehr die Zeit und prüfen nichts mehr, sondern ballern Behauptungen raus, die dann hinterher revidiert werden müssen und richtig gestellt werden müssen, dass es eben sich anders verhalten hat womöglich. Und das ist ein Problem. Und wenn wir jetzt gerade bei den sozialen Medien sind, wir haben im Moment einen Mann, der kurzzeitig mal der reichste Mann der Welt ist. Jetzt hat er Twitter allerdings schon so weit runtergewirtschaftet, dass er es nicht mehr ist. Elon Musk ist ein rechtsextremer Aktivist, der dort jetzt gerade regiert. Ist auch ein Aktivist.
Und das sagt nicht ich, das hat The Atlantic gerade diese Woche geschrieben und vollkommen zu Recht. Genau, und jetzt bist du sozusagen, du hast jetzt auch nochmal, um auf meine Frage zu gehen, das ist da die Kulisse, die du beschreibst. Und vor dieser Kulisse geht es aber Klimaaktivistinnen eigentlich um die Klimakrise. Deswegen kleben sie sich fest und deswegen machen sie Aktionen, die ja diskutiert werden, ob ihrer Legitimität. Und dazu positionieren sich Leute in einer Gemengelage, die auch jetzt in Bezug mit einer Razzia natürlich auch mit der Frage der Kriminalisierung einhergeht, was ja die Gemengelage noch mal verändert. Wie ist da dein Eindruck? Also vielleicht weg von diesem Ereignis, ich würde sagen, also die Kriminalisierung von Aktivisten und Aktivistinnen ist eine Taktik der Macht. Ja, also das hat immer stattgefunden. Es ist noch nie der Fall gewesen, dass aktivistische Gruppen nicht kriminalisiert wurden. Das gehört, also der... der Begriff kriminell ist auch kein neutraler Begriff. Also sonst wären auch kriminell diejenigen, die Menschen im Mittelmeer ertrinken lassen. Sonst wären kriminell auch die Unternehmen, die die Amazonas auch komplett zerstören. Deshalb glaube ich, ist es eine, also wir kommen da zu einer nächsten Phase von Delegitimierung und wo eben man merkt, dass ihre Taktiken ein nächster Punkt erreicht haben. Und das ist die Verzweiflung, die aus der mangelnden Aktion, mangelnden Reaktion stammt. Also neulich hat Virginie Despentes, eine feministische Schriftstellerin in Frankreich, auch gesagt, in ihrem Alter, sie ist 50 oder ein bisschen älter, 56, hat gesagt, ja, in meinem Fall, ich kann auch fatalistisch vor der Klimakrise stehen, weil ich weiß, dass das Ende der Welt auch ungefähr zur gleichen Zeit mit dem Ende meines Lebens auch kommen könnte. Aber für junge Menschen, sie werden, glaube ich, sich radikalisieren und immer wieder so mit mehr Gewalt auch Aufmerksamkeit herausfordern. Und das soll uns, ich glaube, so die Debatte soll sich nicht nur darauf fokussieren, auf ja, die Taktiken und wie das dann verläuft und welche Methoden auch angewendet werden und gibt es ein Problem in der Klimabewegung, sondern was führt sie dazu, das zu tun? Also wir sind in einer Situation von höchsten, es ist eine Notsituation und das ist wirklich so gelinde gesagt, dass es so ein Notfall ist, sondern es geht um das Überleben eben dieser Generation, die für sie relativ gesehen auch viel wichtiger ist als für uns. Und ja, also das kann sein, dass er sich verschärft. Aber müssten wir dann darüber sprechen, so ist es legal oder nicht? Oder warum wird es im Moment so gemacht? Und was könnten wir dann tun, um darauf zu antworten, so, also konstruktiv gesehen und nicht so eine Dichotomie zu ziehen zwischen die Aktivisten, die für die Rettung des Planeten stehen und die anderen. Also das ist völlig absurd, wenn man daran denkt. Ja, die Frage der Kriminalisierung betreffend fällt mir noch ein, dass dieser Begriff von der Klima-RAF, die jetzt in den Mund genommen wurde von Alexander Dobrindt zum Beispiel, CSU-Politiker im Deutschen Bundestag, der kommt ja nicht von ungefähr, sondern dummerweise war es nun ein Aktivist selbst, der in einem Spiegel-Interview 2021 Tadjo Müller, großer Spiritus Rector von Ende Gelände, gesagt hat, wer quasi am jetzigen Zustand nicht wirklich einschneidend etwas ändert, der, Originalzitat Tadjo Müller, schafft die grüne RAF. Und er hat das natürlich, er ist aufmerksamkeitsökonomisch natürlich sehr bewandert, nicht ohne Grund in die Welt gesetzt, dieses Schlagwort von der grünen RAF als Drohszenario, als Menetekel, weil er genau weiß, das zieht, darauf springen wir Medien, sage ich jetzt mal, an auf solche Begriffe. Und jetzt kommt das wie so ein Bumerang ein Jahr später zurück. Und, aber das ist eben, das gehört auch dazu. Das muss man, das ist nicht eine Erfindung, eine Zuschreibung, die in den Köpfen der CSU irgendwie zuerst entstanden ist, sondern es kommt aus der Klimabewegung. Aber gleichzeitig kann man natürlich sagen, auf der politischen Seite ist sozusagen die Eskalationsspirale zu befördern durch bestimmte Wordings oder Politisierungen. Wir hatten ja sehr unterschiedliche Maßnahmen, auch beispielsweise die Inhaftierung in Bayern, dann aber Widerspruch in Berlin, wo ein Staatsanwalt eben die Klimakrise nach vorne gestellt hat und keine Verurteilung ausgesprochen hat. Also man sieht, dass in allen Räumen, nicht nur aktivistischen, ein sehr großer Unterschied
herrscht, was, und wieder, ich komme wieder auf die Wahl der Mittel für eigentlich, und das war ja das, was du sagen wolltest, das eigentliche Ziel des Protests. Das Ziel des Protests ist, auf die Klimakrise aufmerksam zu machen, weil, wenn man auf die faktischen Zahlen guckt, uns 2030 die 1,5-Grad-Grenze, wir sie überschreiten werden. Das heißt, und die UN auch keinen glaubhaften Kurs sieht. Aber darüber sprechen wir ja nicht so viel. Oder wie seht ihr das? Also inwiefern ist dieser Aktivismus, und darauf gucken wir ja auch, dieser kritische Moment, es wird ja auch gesagt, dass und du bist ja der Verfechter von Positionen, es gab Greta, jetzt gibt es andere Personen, aber das Thema ist immer das Gleiche. Also wie nehmt ihr das wahr? Lasst uns nochmal auf diese Form des Aktivismus, deine These ist, wenn nichts passiert, wird er immer stärker. Ja, die Eskalation ist gegeben. Es wird immer, zum Beispiel auch, wenn wir im Retrospektiv über soziale Fortschritte denken, zum Beispiel das Wahlrecht für Frauen nachdenken, und vor kurzem war auch das Jubiläum davon, hörte sich so an, als genauso Frauen haben so gesagt, wir wollen das Wahlrecht, ach okay, alles gut, so vielleicht 2 Jahre ein bisschen so wütend sein und dann war es gut. Sie wurden massiv eingesperrt in psychiatrischen Krankenhäusern, sie wurden pathologisiert, sie wurden eingesperrt in Gefängnissen, es herrschte extrem viel Gewalt. Ja, und deshalb, also mussten sie auch reagieren auf diese Gewalt. Und was wir jetzt im Moment erleben, ist, sind vergleichbare Situationen. Und es könnte durchaus sein, dass nach einer solchen Aktion man sagt, okay, gut, also jetzt reden wir darüber. Wir als Medienhäuser, als Journalisten und Journalistinnen werden über das tatsächliche Problem sprechen, anstatt uns darauf zu fokussieren, was halten wir von diesen Methoden und diese Person da hat das und das gesagt und so, sondern dass wir gemeinschaftlich und gesellschaftlich ein Problem angehen. Aber das passiert nicht und da ist die Rolle der Medien eine ganz, ganz wichtige Rolle, die diese Probleme verschärft und auch die Art und Weise, wie der Aktivismus auch gesehen wird, wie es dargestellt wird, das muss nicht sein. Also es ist jetzt keine Fatalität. Aber die Medien lieben ja Aktivisten. Also ich kann das aus der eigenen Redaktion berichten, jede einzelne Aktion der Klimaaktivistinnen und Aktivisten, egal ob das jetzt in Wien das Klimt-Gemälde oder sowas, wenn man es nur auf die Kulturredaktion herunterbricht, immer wieder jeden Tag bei uns, das ist klickträchtig, da machen wir gleich mal einen Artikel drüber und sowas. Und so funktioniert es doch. Und die Aktivistinnen und Aktivisten, ich nenne sie ja nie ohne Grund, die Bewusstseinsgroßindustriellen unserer Tage, die wissen doch genau, wie es funktioniert, wie man Aufmerksamkeit generiert. Also wenn jemand verstanden hat, was Aufmerksamkeitsökonomie ist, dann sind es Aktivisten. Und deshalb, sie sind Ikonen der Medienindustrie, der zeitgenössischen, und stellen sich aber jetzt gerne auch mal als deren Opfer dar. Und das funktioniert meines Erachtens nicht so ganz. Also entweder oder. Also man ist gefeiert als Luisa Neubauer, kann aber dann nicht gleichzeitig sagen, dass man ohnmächtig ist und ein Buch schreiben, das gegen die Ohnmacht heißt. Also sie ist nicht ohnmächtig. Sie hat verdammt viel Macht. Also zumindest mediale Reichweitenmacht. Mhm. Und sie hätte im Übrigen auch politische Macht. Das ist vielleicht auch noch ein Punkt, über den wir reden können. Sie ist ja Mitglied der Grünen Partei und sie könnte eigentlich auch innerhalb ihrer Partei mal etwas bewegen. Aber da eher ist sie im Moment im außerparlamentarischen Raum komischerweise aktiv, was ich gar nicht so nachvollziehen kann, weil ich ihr nur raten könnte, ich bin kein Ratgeber von Lisa Neubauer, auch von keinem anderen Aktivisten, aber wenn man etwas verändern will, sollte man in die Politik gehen, dann sollte man in der Partei versuchen, ein Mandat zu erringen oder so etwas und dann im Bundestag etwas zu ändern. Also wenn alle große Veränderungen da in Parlamenten nur in Parlamenten passiert wären, dann würden wir das heute wissen. Also das ist nicht so gewesen, dass jetzt also, ich will die Welt verändern, gut, dann gehe ich jetzt im Parlament, ich schließe mich in einer Partei an und gut ist, es wird funktionieren. Nein. Aber sehr viele Veränderungen sind. Ja, aber sie werden gepusht. Sie werden gepusht von den Massen. Sie werden gepusht von Druck von unten. Und das ist eine Realität. Also das so darzustellen, als lediglich in Parlamenten Entscheidungen getroffen werden, ohne Druck von außen. Deshalb, also Luisa Neubauer hat auch... Ich habe ja nur gesagt, es ist bei ihr. Sie ist jetzt jahrelang außerhalb aber bei ihr hat es Gründe, warum sie das macht. Und ich glaube, sie hat an ihrer Seite auch viele Leute, die sie beraten. Und sie sagen ihr auch wahrscheinlich, dass sie eine Rolle zu spielen hat, jetzt in diesem Moment eben, um Druck zu machen. Ob es funktioniert? Ja, wir sehen, das funktioniert jetzt vielleicht nicht so gut, wie wir uns das wünschen, aber würde es besser funktionieren, wenn sie jetzt in der Regierung wäre oder im Parlament? Sie hat ja auf dem Grünen Parteitag geredet und auch das ist interessant,
die ersten Aktivisten überlegen ja schon, sollen sie in die Parteien gehen, die Linkssozialistischen zum Beispiel. Und Kurt Hiller sagt zum Beispiel, ja, man sollte mal überlegen, man die Parteien mit seinem Gedankengut zu durchsäuern, so nennt er das, und dann in die aktivistische Richtung zu steuern, die er anstrebt. Und dann kommt er aber doch zum Schluss und sagt, nee, das funktioniert nicht. Und das ist etwas, was, glaube ich, das ist ja auch wunderbar. Man kann als Aktivistin und Aktivist viel besser dastehen, wenn man immer nur der Idealist der Tat bleibt im außerparlamentarischen Raum und sagt, ihr müsst aber ändern, und eben den schwierigen, mühsamen Weg nicht beschreitet, der lautet, auch mal Kompromisse schließen, dann doch sich auseinandersetzen zu müssen, auch mit anderen Positionen im Parlament und dann auf vernünftigem Wege irgendwas. Ja, aber also jetzt Kompromisse ist vielleicht nicht das, was nötig ist jetzt für die Rettung oder für die Lösung der Klimakrise. Also Kompromisse einzugehen und immer wieder Konsens zu suchen, führt auch zu Inaktionen. Das sehen wir. Aber es ist ja interessant, was ihr sagt. Und ehrlich gesagt, wenn man mit Blick auf soziale Bewegung, gab es auch, und das ist jetzt, ich schmeiße einfach euch auch nochmal Aspekte hinein, gab es immer verschiedene Strömungen. Das eine, die von außen, und die anderen, die den sogenannten Marsch durch die Institutionen gemacht haben. Die auch dann ihre Performance geändert haben, die Ämter angenommen haben, die nicht immer in Kontakt geblieben sind. Alles das gab es in der feministischen Bewegung, aber es gibt in allen menschenrechtlichen Bewegungen, ist das zu beobachten. Ist ja, wäre ja dann auch hier die Frage, in einer klimagerechten Gerechtigkeitsbewegung, in einer Klimakrisenbewegung, die über Jahre ja, also und ich meine auch hier zurückerinnert, wo eine, ich erinnere zum Beispiel auch redaktionell, wie eine Greta sehr despektierlich gesehen wurde, diese Kinder, diese Schuldemonstrierenden, die sollte man mal, also das war ja ein sehr kindlicher Blick, ein sehr adultistischer Blick, also sozusagen, das sind die Kinder, die nehmen wir nicht so ernst. Das hat sich jetzt geändert. Aber wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir in einem sehr gewaltvollen Moment. Das heißt, für mich ist diese Genese schon interessant. Wie kamen wir dahin? Und was bekommt in Zukunft und wie bewerten wir das? Und um dieses Bewerten in einen konstruktiven Teil übergehen zu lassen, wir haben jetzt gehört, medienkritisch sollten wir also unterwegs sein, welche Claims werden gezogen, was wird, ich glaube, das machen viele schon und trotzdem passiert es und es macht etwas mit diesem AktivistInnen. Aber welcher Aktivismus auch mit Blick auf die Klimakatastrophe, was man ja auch als so eine Art psychologische Verdrängung erkennen könnte. Man könnte sagen, wir reden so viel über Klimakleber und Bekleckern und wie auch immer, was für Titel man alles geben kann und wir reden nicht darüber. Was wäre denn, oder Aufmerksamkeitsökonomie, wie du sagst, aber was wäre denn ein angemessener Aktivismus? Ja, ich würde gerne. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich bin nicht der Ratgeber der Aktivisten. Nein, aber wir sitzen ja hier, weil es um Aktivismus geht und du schon eine analytische Betrachtung ja auch geschrieben hast. Und natürlich, dein Aspekt ist ja, und den finde ich schon relevant, die Mitte mitnehmen. Ja. Diese Mitte mitnehmen, wer auch immer diese Mitte ist, könnten wir auch mal definieren. Alle stellen sich jetzt die Mitte vor. Aber es spielt schon im Mainstream-Diskurs aus einer journalistischen Perspektive definitiv eine Rolle mitzunehmen, vielleicht um diese Mitte mitzunehmen, die du ja auch, wo du ja auch kritisierst, die wird nicht abgeholt. Was wäre denn eine Möglichkeit aus einer aktivistischen Perspektive oder mit Blick darauf hin abzuholen? Wirklich konstruktiv gedacht jetzt. Also meiner Beobachtung nach ist fast schon gar nicht mehr so häufig von der Mitte als vielmehr von der Breite der Gesellschaft die Rede. Auch gerne von der Grünen Partei übrigens, seitdem Habeck und Baerbock da die Macht übernommen haben, war immer sehr gerne von der Breite der Gesellschaft die Rede. Wie man sie erreicht, ja, es ist langweilig vielleicht und also klingt wahnsinnig inaktivistisch, das zu sagen, aber ich bin ein großer Verfechter demokratischer Aushandlungsprozesse und ich würde sagen, ich verstehe Aktivistinnen und Aktivisten in ihrer Ungeduld und ich verstehe auch, dass sie Zeit und Demokratie in Opposition bringen, wie das kürzlich Luisa Neubauer gemacht hat in einer Fernseh-Talkshow. Weil eben die Kipppunkte da sind, die sind auch gar nicht wissenschaftlich zu bestreiten. Aber trotzdem wird eine Gesellschaft sich nicht von heute auf morgen ändern lassen, qua Dekret, sondern das muss irgendwie diskutiert und verhandelt werden. Und das passiert in der Regel tatsächlich im Parlament. Nochmal zurück in die Geschichte. 1919 gibt es in Berlin den Gesamtdeutschen Aktivistenkongress und das Schlusskommuniqué, der sogenannte Dogmenkatalog dieses Aktivistenkongresses, der tatsächlich ein Aktivistenkongress, nämlich sehr männlich geprägt war,
eine Frauenrechtlerin, Helene Stöcker, war auch dabei, aber sonst fast nur Männer. Dieser Satz lautet, der für mich ausschlaggebend ist, das demokratisch-parlamentarische System lehnen wir ab. Und das ist leider ein Zug, der sich auch so durch die Geschichte des Aktivismus zieht, aufgrund dieser Ungeduld, weil immer argumentiert wird, naja, die Zeit haben wir jetzt aber nicht mehr, jetzt muss das schneller vorangehen. Jetzt müssen wir diese eigentlich ja sinnvollen demokratischen Prozesse, müssen wir die mal kurz überspringen und dann sind wir aber am vernünftigen Punkt angelangt und dann können wir wieder Demokratie machen. So funktioniert es aber nicht, glaube ich. Du sagst das Gegenteil, ja? Nee, also ich glaube ehrlich gesagt, dass unser politisches System auch eine Demokratiekrise durchmacht. Ja? Also das ist auch zu Recht so. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren sehr wahrscheinlich neue Wege finden müssen, politische Wege, Entscheidungsprozesse finden müssen. Aber so wie es jetzt gemacht wird, ja, es funktioniert offensichtlich nicht, ja. Und es ist vielleicht besser als vor 50 Jahren, 60 Jahren, 70 Jahren. Ja, klar. Und gleichzeitig, es wird sich verändern müssen. Also wenn ich jetzt Frankreich betrachte zum Beispiel, also wo es noch schlimmer ist als hier, ohne Frage. Ja, dieser System kann nicht bestehen. Deshalb jetzt uns da vorzustellen, dass alles so im parlamentarischen Rahmen stattfinden kann, ich halte das für gefährlich. Und die Rolle der Aktivisten und Aktivistinnen wird dadurch ja, also komplett herabgesetzt. Also es wird nicht wirklich gesehen, was Aktivisten und Aktivistinnen bis heute geschaffen haben. Warum wir heute in einer Gesellschaft leben, wo ja, zwei Frauen sich küssen können auf der Straße, ohne von der Polizei auch festgenommen zu werden. Dass wir in einem Land leben, wo ja, jüdische und christliche Menschen auch heiraten können. Ja, das haben wir Aktivisten und Aktivistinnen zu verdanken und nicht Parlamenten. Und genau, deshalb, ich glaube, das ist auch schon wichtig, dass ja, dieses Selbstbewusstsein auch in aktivistischen Kreisen zu bewahren, auch zu wissen, dass ja, für bestimmte Menschen die Welt, wie sie ist, läuft super. Und für bestimmte Menschen diesen Drang und diesen Druck und diese Not nicht zu spüren ist. Aber ja, die Zeit ist knapp, es ist dringend, es ist ein Notfall und ich glaube auch, dass es größer ist als je. Also ich glaube, dass diese Veränderungen schon im Zuge sind, dass sie schon passieren. Und wir werden sehen, wie aber das sich machen wird, aber sicher nicht in Parlamenten. Wo du gerade das Wort Notfall erwähnst, fällt mir ein, was auch die letzte Generation ja wochenlang so in Slogans immer wieder verbraten hat, ist, und sie sind eigentlich bis heute dabei geblieben, zu sagen, wir haben Angst, dass die Regierung oder der Staat das nicht im Griff hat. Deshalb muss der Staat jetzt den Notstand ausrufen. Und sie wenden sich immer explizit an den Staat. Also das ist etwas, was ziemlich untypisch ist, meiner Beobachtung nach, für Aktivistinnen und Aktivisten. Denn eigentlich sind das fast staatsfromme Aktivisten, würde ich mal sagen. Sie fordern ja auch nur zwei Dinge. Tempolimit 100 und 9-Euro-Ticket und sagen, wenn das durchgesetzt ist, lösen wir uns auf. So, was ich aber eigentlich sagen will, ist, diese seltsame Tendenz, vom Staat jetzt eine Notstandsgesetzgebung einzufordern im Jahre 2022, widerspricht fundamental dem, was die 68er-Aktivisten mal wollten, nämlich gerade keine Notstandsgesetze, die im Übrigen auch Naturkatastrophen betroffen hätten damals. Anfang der 70er Jahre. Ja, aber es gibt doch einen Kontext. Ja, aber es ist auch kontextabhängig. Also wir können gucken, dass damals, also die Notstandfälle waren auch, haben also ganz andere Konsequenzen gehabt. Also wenn ich jetzt Frankreich nehme als Beispiel. Darf ich vielleicht noch zur Erklärung einen Satz sagen? Dann entschuldige, ich glaube, vielleicht habe ich es nicht ganz deutlich gemacht. Mir geht es darum, die Rolle des Staates. Man wendet sich an den Staat als quasi Heilsbringer, als Aktivist heutzutage und sagt, ihr müsst das machen und dann sind wir auch schon wieder weg. Und das ist etwas, was ziemlich untypisch ist für Aktivisten. Das wollte ich sagen. Also das ist, aber also da gibt es auch also große Veränderungen. Ich glaube, der Staat heute
wird auch in Verantwortung gezogen, was der Fall auch nicht unbedingt war, weil die Macht der Stadt wollte auch dadurch relativiert werden, was heute es kommt aus der Verzweiflung. Und jetzt diese zwei Beispiele von Tempo 100 und 9-Euro-Ticket sind auch für mich spezielle Fälle, die also Partei auch übergreifend sind, die auch aus, ne, also deshalb, ich weiß nicht, ob wir da eine Verallgemeinerung ziehen können aus diesen zwei Beispielen, aber generell, was auch klar ist, ist, dass es werden immer mehr Wege gesucht, eben außerhalb diesen Rahmen zu agieren. Und ich glaube, das wird in Zukunft immer öfter der Fall sein wird. Ob es wünschenswert ist, wahrscheinlich nicht kurzfristig, mittelfristig. Aber langfristig, ich glaube, das ist wünschenswert, dass wir zu einem neuen System kommen, wo die Entscheidungen auch wirklich demokratisch getroffen werden. Es ist jetzt das Nächste, dass wir gekommen sind zu einer Demokratie, aber wir können noch weiter. Wir können nicht jetzt sagen, okay, das ist jetzt gut, wie es ist, und wir bleiben da, wo wir sind. Es kann nicht sein, dass wir jetzt nicht anspruchsvoller sind in Sache Demokratie und dass wir uns denken, dass jetzt alle Menschen oder alle Gruppen von Menschen, oder dass die Entscheidungen eben gerecht getroffen werden, weil das ist nicht der Fall. Und das ist, glaube ich, die Rolle der Aktivisten und der Aktivistinnen, immer wieder unzufrieden zu sein und sich nicht zufrieden zu geben mit Fortschritten oder mit, ja genau, mit Fortschritten, mit Verbesserungen, die nicht weit genug gehen. Also wenn wir jetzt so denken, hätten die Frauen in 1900, ich weiß nicht, wann das war, 1900, das Wahlrecht, es gibt immer unterschiedliche Daten zwischen den Ländern, aber genau, Anfang des 20. Jahrhunderts. Gut, heute haben wir das Wahlrecht, Feminismus ist abgeschafft, wir sind jetzt fertig. Nein, und deshalb finde ich diese, die Kritik am Aktivismus, also ja, aus unterschiedlichen Perspektiven, und manche Kritiken sind auch, also ich kann auch mitgehen, die sind auch teilweise konstruktiv vielleicht, aber generell auch zu sehen, dass wir nichts weniger als eine Revolution brauchen, gibt mir Mut persönlich. Also, und Revolution kann auch viele, also kann sehr unterschiedlich verlaufen. Das sehen wir im Iran, das haben wir in Frankreich gesehen, hier in Deutschland auch teilweise. Also ja, genau. Aber ich glaube, das erwartet uns auf jeden Fall. Ich mache an diesem Punkt, lasse ich es stehen. Ich muss auf jeden Fall über ganz schön viele Dinge nachdenken, ihr wahrscheinlich auch. Ich mache ja immer zum Schluss für mich so einen Abbinder, was habe ich mitgenommen? Im besten Fall treffe ich auch ein bisschen das. Wir haben angefangen, uns damit zu beschäftigen, was Aktivismus ist und ob AktivistInnen Expertise, Wissen abgesprochen werden kann. Wir haben viel und immer wieder über die Neutralität zu einer Sache gesprochen. Wir haben gefragt, wo ist die Grenze des Aktivismus und wer bestimmt sie vor allem? Aus welcher Position aus ist sie vielleicht auch zu betrachten? Wir haben unterschiedliche gehört. Und das in einer sogenannten Demokratie. Ist diese Demokratie in der Krise? Und welche Rolle, also, oder ist das eine Demokratiekrise, beziehungsweise ist Demokratie im Wandel? Und deswegen haben wir so einen hohen Vermittlungsbedarf. Ein Wort, das du auch öfter gesagt hast, die Vermittlungsfrage. Wie vermittelt sich das, was gerade passiert, was wir angerissen haben, einer... Vielleicht ist es eine Mitte oder vielleicht sind es auch die Szenen, die unterwegs sind, die ja auch gegenseitig nicht bestens kommunizieren, wie wir anhand eines sehr prominenten Beispiels deutlich gemacht bekommen haben. Und dann habe ich nochmal fettgeschrieben, gibt es wirklich eine neutrale Haltung in der Berichterstattung? Ich zum Beispiel, und kurz mal eine Ich-Botschaft als Journalistin hier im Raum auch reingeworfen, ich zum Beispiel verfolge einen konstruktiven Journalismus. Es gibt also auch Strömungen im Journalismus, auch das eine interessante Frage, wenn es um Berichterstattung geht. Also wie sich verhalten angesichts einer drohenden Gefahr, das war die Frage, und ich glaube, ich bin sehr froh, dass wir die zweite Hälfte gemacht haben, weil sie nochmal eine ganz andere Dynamik gebracht hat, wem droht die Gefahr, von wo, aus welcher Position heraus, wer sieht sie wie, und ich würde sagen, wahrscheinlich variiert das bei euch hier im Raum, und irgendwie halten wir fest, dass eine gesellschaftlich im besten Fall demokratische Veränderung gibt, aber es gibt auch antidemokratische Kräfte, das haben wir jetzt auch mehrmals gehört, und was ich mir mitnehme ist, um hier irgendwie den Durchblick zu bewahren,
immer wieder nach Klarheit suchen, den Kontext schaffen. Wir haben heute ganz viele Kontextfragen gehört, nur angerissen, nicht zu Ende geführt. Aber ich hoffe, ihr habt gemerkt, also so ging es mir, dass da ganz viel Wissen aufzuholen ist, wenn man in Debatten steigt, um zu differenzieren. Und wir können uns eh nicht ausruhen, weil es geht weiter, das habe ich auch verstanden. Und die Klimakrise geht auch nicht vorbei. Und mein kleines Fazit, der Aktivismus zeigt die Bewegung, das kam von dir. Ich nehme immer gerne dieses Wort, Emanzipation, sie schreitet voran. Wir sind mittendrin, das ist meine persönliche Meinung. In diesem Sinne, ich danke euch für den Abend, dass ihr hier wart, für diese Gesprächsrunde und sage Tschüss.